Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal hier auf YouTube, wo es um Photoshop, Lightroom und Fotografie geht. Ja, und heute in dem Tutorial möchte ich euch mal zeigen, wie man in Lightroom ein Panorama erstellen kann. Denn seit kurzem ist es ja möglich, dass man diese Funktion direkt in Lightroom nutzen kann. Man muss nicht mehr den Umweg über Photoshop gehen und das ist doch eine wirklich schöne Verbesserung, wie ich finde, zumindest wenn es um einfache Panoramas geht. Also wenn es dann um komplexere Sachen geht, dann sollte man immer noch den Weg über Photoshop oder andere Programme gehen, die spezialisiert sind auf Panorama-Funktionen. Aber so für die einfachen Sachen, für die einfachen Anwendungen von Panoramen kann man durchaus die Funktion hier in Lightroom nutzen. Und ich habe hier einfach mal drei Bilder vorbereitet, die ich gemacht habe im Hochformat von einem Haus in Berlin. Und ja, ich möchte euch die einfach mal ganz kurz hier zeigen. Also es sind einfach drei Hochkantbilder von links nach rechts geschwenkt. Und die möchte ich jetzt mal zu einem Panorama zusammenfügen. Und der große Vorteil ist, dass ich wieder eine RAW-Datei am Ende herausbekomme. Also ich werde jetzt einfach mal diese drei Bilder hier anwählen mit gedrückter Shift-Taste, einen Rechtsklick drauf machen und dann Zusammenfügen von Fotos Panorama. So, und dann wird mir hier die Vorschau für das Panorama erstellt. Das kann je nach Rechnerleistung mal schneller und mal langsamer gehen. Ich hoffe, dass das jetzt hier einigermaßen schnell bei mir geht. Das sieht ganz gut aus. Drei RAW-Dateien kann mein Rechner offensichtlich noch ganz gut verarbeiten. Und ja, dann werden wir einfach mal sehen, was Lightroom hier jetzt erstellt für eine Vorschau. Ja, und das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Also diese drei Bilder haben durchaus ausgereicht, um ein schönes Panorama hier von Berlin von oben zu erstellen. Es kippt so leicht nach rechts, aber das können wir dann später noch in Lightroom korrigieren. Ihr seht jetzt hier, wir haben auf der rechten Seite auch gar nicht so viele Optionen, die man jetzt hier verstellen kann. Man kann hier von drei verschiedenen Methoden wählen, wie man dieses Panorama zusammengesetzt wird. Ich bleibe hier meistens bei kugelförmig und das Freistellen automatisch habe ich hier auch angewählt. Ihr könnt dann auch mal die anderen beiden hier probieren, allerdings für meine Verhältnisse finde ich das kugelförmige Panorama eigentlich immer das passendste. Und dann klicke ich jetzt hier einfach auf Zusammenfügen und Lightroom erstellt mir jetzt hier eine neue RAW-Datei, die dieses Panorama dann enthält. So, Lightroom ist fertig. Wir haben jetzt hier eine neue Datei, die ja, mit pano.dng endet. Und ich klicke jetzt hier einfach mal drauf und schau mal, was Lightroom uns jetzt hier anbietet. Ja, das sieht doch schon sehr, 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 sehr gut aus. Das muss natürlich jetzt noch bearbeitet werden, hier das Ganze. Aber wir haben eine neue RAW-Datei, bestehend aus drei RAW-Dateien, die jetzt komplett bearbeitet werden kann, ohne Verlust. Wenn man den Weg über Photoshop geht, dann kommt da halt immer ein TIFF-Bild raus, was halt keine RAW-Datei mehr ist. Und dann ja, muss man dann doch immer so ja, schon leichte Verluste hinnehmen, auch wenn TIFF ein sehr, sehr gutes Format noch ist. Aber ich arbeite dann doch immer ganz gerne mit wirklichen RAW-Dateien, ganz gerne. Ich werde jetzt einfach mal meinen Standard-Workflow hier wieder durchziehen. Das heißt, ich werde die Lichter wieder etwas aufhellen. Ja, gar nicht so viel jetzt in dem Fall hier. Und die Licht etwas abdunkeln, Tiefen etwas aufhellen, Lichter abdunkeln, das kennt ihr schon. Dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste die Weißwerte etwas aufhellen, um hier den Kontrast wieder an das Bild zu bekommen. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Genau das gleiche mache ich mit den Schwarzwerten, da gehe ich etwas weiter. Perfekt, dann werde ich dem ganzen Bild wieder etwas Kontrast geben. Und ja, so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist diesen... Das Bild kippt halt relativ doll nach rechts, deswegen werde ich jetzt hier mal auf das Crop-Werkzeug gehen. Und dann kann ich das ganze Bild drehen. Entweder mache ich das Ganze manuell hier, oder aber ich nehme hier einfach dieses Winkelwerkzeug, klicke hier einmal auf diese Wasserwaage und ziehe jetzt einfach mal mit gedrückter Maustaste von rechts nach links am Horizont entlang und Lightroom dreht dann automatisch für mich das Bild gerade. Ja, wenn es mir so gefällt. Hier unten ist jetzt schon ein leichter weißer Punkt mit drin. Den nehme ich noch raus. Genauso hier oben nehme ich das noch raus. Und hier habe ich noch so einen
schönen großen fetten Sensorfleck drauf, den nehme ich auch einfach mal raus aus dem ganzen Bild. Wenn ich fertig bin, dann drücke ich Enter oder hier unten auf Fertig, je nachdem. Und dann haben wir ein schönes, gerades Bild von Berlin in Panorama-Funktion. Ich werde jetzt hier die Klarheit noch etwas heruntersetzen, um dem HDR-Effekt so ein bisschen entgegenzuwirken. Dynamik setze ich etwas nach oben, Sättigung etwas nach unten. Ihr kennt das ganze Spiel. Vielleicht werde ich jetzt die Tiefen doch noch etwas mehr aufhellen. Mal gucken. Und ich glaube, ich mache das ganze Bild noch etwas wärmer. Ja, nicht zu doll. Und noch ein ganz klein bisschen mehr Magenta-Tönung kommt rein. Dann werde ich auf jeden Fall den Verlaufsfilter noch aktivieren und gebe noch so ein bisschen Blau hinzu und dunkel das Ganze noch so ein bisschen ab, um einfach hier noch so ein bisschen mehr den Himmel zu betonen und etwas den Himmel noch etwas anzugleichen mit der Stadt im Untergrund, die dann doch noch etwas dunkler ist. Das gefällt mir schon sehr gut so. Und wir können auch theoretisch den Sonnenuntergang noch etwas hervorheben. Und dazu nehme ich mal den Pinsel hier und werde den Pinsel mal mit etwas Gelb und etwas Magenta und ein ganz klein bisschen negativer Belichtung bestücken. Und dann fahre ich jetzt hier einfach mal so rüber über den Sonnenuntergang. So, mal schauen, was uns das gibt. Oh ja, das ist schon sehr, sehr doll. Das müssen wir dann auf jeden Fall zurücknehmen. Ach, vielleicht nehme ich das auch ganz wieder raus. Müssen wir mal gucken. Das ist dann doch schon etwas sehr, sehr doll. Ja, obwohl, so geht's eigentlich. Hier hinten werde ich jetzt hier mal das automatisch maskieren, nehme ich mal hier raus. Dann machen wir das ein bisschen einfacher. Hier können wir das bis hinten durchziehen, das Orange. Und so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Wenn ich damit glücklich bin, dann drücke ich auf Fertig und dann gehe ich jetzt hier mal nach unten, werde mein Bild auf jeden Fall wieder schärfen mit einem Standardwert von 80, ihr kennt das. Das Ganze wieder ausmaskieren. Alle Bereiche, die jetzt hier schwarz sind, werden nicht maskiert, werden nicht geschärft und alle Bereiche, die weiß sind, die werden geschärft. Ich will also jetzt nur die Kanten schärfen. Dann gehe ich noch weiter nach unten, werde die Profilkorrektur noch aktivieren. Die funktionieren übrigens auch bei der Panorama-Funktion, also auch wenn ihr ein Panorama erstellt habt. Und das ist halt der Vorteil an einer RAW-Datei. Lightroom erkennt immer noch, welche Objektive ihr auf der Kamera hattet und kann dem Ganzen ein Profil zuordnen und das halt auch korrigieren. Chromatische Aberration werde ich noch entfernen und dann werde ich vielleicht noch so eine kleine Vignette um das ganze Bild herumlegen, um den Betrachter so ein bisschen vom Blick her zu führen. Aber so gefällt mir das schon sehr, sehr gut vom Look. Und ja, wir können jetzt einfach nochmal gucken. Das waren hier unsere Ausgangsbilder. Also schön mit einem Sensorfleck hier drin. Das Ganze ist relativ, oder das Ganze ist komplett unbearbeitet noch. Und am Ende haben wir ein schönes Panorama herausbekommen, was farbenfroh ist, was Berlin schön zeigt. Und ja, diese Panorama-Funktion ist wirklich sehr, sehr gut geworden in Lightroom. Ich denke, man kann sie sehr gut nutzen, zumindest für die einfachen Zwecke. Für solche Bilder hier ist sie wie geschaffen dafür. Größere Panoramen würde ich allerdings dann doch nicht mit Lightroom machen. Dazu gibt es dann bessere Programme. Aber so für den alltäglichen Gebrauch, wenn man einfach mal so aus der Hand oder mit dem Stativ 3, 4 Fotos nebeneinander wegmacht, dann kann man Lightroom sehr schön dafür nutzen mit dieser Panorama-Funktion. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere Videos, dann schreibt das ruhig unten in die Kommentare. Ja, und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann rate ich euch dringend dazu, das zu machen, genauso wie den Newsletter. Dann könnt ihr die RAW-Dateien kostenlos bekommen und damit üben, wie ihr möchtet. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als ciao und bis zum nächsten Mal. Guckt euch die alten Videos auch an, wenn ihr die noch nicht kennt. Auf der rechten Seite hier seht ihr ein paar davon und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!